haufenweise Punkte dafür. Ja, also hast du den gerade 500? Ich würde vorschlagen, wir machen diese Stressaufgaben auf alle Fälle mit. Ja. Weil das sind wirklich so, so viele Punkte, die es da gibt. Wir töten! Das wird wehtun, versprochen, Batman! Man sieht doch, wie penetrant dieser Stufenanstieg jetzt wieder blinkt. Oder? Ja. Ich werde den noch klein machen. Ja, erstmal hier festmachen. Halt. Genau, ich spiele erstmal fertig boxen. Das ist der Ort, an dem. Und man sieht, dass mit die Kombos wesentlich leichter fallen als zu Offenszeiten. Ja, ich habe wirklich. Da hatte ich ja wirklich bloß zum Schluss dann diese 35-Hit-Kombo gemacht in dem in Raum da. Ja. Gab. Genau. So, Batz. Genau, das ist nämlich gerade bloß bei Catwoman gewesen. Ja. Kampfpanzerkugel ist auch Panzer. Ja, so, machen das, mach es immer schön abwechselnd. Ja. Weil Kugelsicher wird später noch sehr wichtig werden. Das kann ich nicht. Immer schön 2000 Punkte, das ist ganz gut. Ah, das heißt, erhöht sich nicht? Nee, okay. Das ist nicht wie bei einem. Wie bei Arkham City. Arkham Asylum. Nee, bei APGs. Da erhöht sich das immer. Nee, bei Arkham Asylum hat sich das auch erhöht. Na klar? Nein, das war immer gleich. Echt? Ja, das kannst du gar nicht machen, hallo? So viel kannst du gar nicht klopfen. Schönen Dank, Mr. Freeze. Ja, doch, wenn du klein genug anfängst. Nee. Das machen die nicht. Scheiße. Ist so gut wie tot. So, wollen wir es jetzt mal hier raussuchen, wer auf uns geschossen hat. Nee, wir müssen Ketten suchen. Wer auf uns geschossen hat, das wissen wir doch schon. Nee, wir müssen nicht Ketten suchen, wir müssen jetzt in den Glockenturm und gucken, wer auf uns geschossen hat. Ach stimmt, wir haben ja gerade Ketten. Ja, ich war gerade ein bisschen. Ja, wie immer. Halt klar, Alle Gefangenen werden in regelmäßigen Abständen psychologischen Untersuchungen unterzogen. Widerstand dagegen wird nicht toleriert. Wenn Hugo Strange je zu Gesicht bekomme, ist er ein toter Mann. Guck mal, deine kleine Zusatzbalken. Ist ja nicht süß. Ja, der kommt ja noch mal dazu, keine Angst. Ja, ich weiß. Halt den ein bisschen da. Die Fledermaus ist hier! Yeah! Ist auch böse. Ist schön ja. Rausgekriegt, du. Nix, Kenner. Die Lappen. Ich weiß nicht, warum Kommando kriegt das Let's Play abgebrochen. Das ist eigentlich so ein gutes Spiel. Keine Ahnung. Ich glaube, es hätte bei der Kirche. Harley Quinn soll sich darin befinden. Diese furchtbare Frau hat gewiss eine Falle für sie vorbereitet. Keine Sorge, Alfred. Quinn war nie sonderlich klug. Ich schaff das. Das haben wir letztes Mal schon gesehen, dass sie nicht klug ist. Wo sie uns den Weg verraten hat. Traurig, aber wahr. Mhm. Lass die Dame los, Batfreak, sonst kriegen die hier alle eine Kugel ab. Ich glaube, du solltest lieber tun, was er sagt. Wäre ein Jammer, wenn Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde. Was meinst du, Fledermaushirn? Ist das okay? Was rede ich da? Natürlich! Natürlich ist es das! Egal. Die Sache ist die. Mr. J ist nicht in der Lage, Besuch zu empfangen.
Er fühlt sich nicht so. Auch wenn er recht viel an sich rumfühlt. Aber das meinte ich nicht. Es geht ihm nicht gut. Und die bescheuerte Ärztin von hier konnte ihm auch nicht helfen. Ich glaube, selbst diese Penner sind klüger. Ich muss los, Jungs. Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn! Es wäre Selbstmord, bewaffnete Schurken frontal anzugreifen. Ich muss verschwinden und sie leise nacheinander ausschalten. Keine Bewegung, Batman. Bleib schön da, dann ist alles okay. Rauchbombe! Bam! Dahin! Ist weg! Verschwunden! Sie wissen nicht, wo ich bin. Gut, Scheiße. Dabei soll es auch bleiben. Uns. Zeit, den Raum zu untersuchen und meine Taktik zu wählen. 4 Schurken, alle bewaffnet, 2 Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. Wir müssen von hier verschwinden! Er wird uns schnappen! Batman, kannst du mich hören? Dieser Wenn Idiot glaubt, dass er im Beichtstuhl sicher ist. Dabei macht er es mir nur leichter, hinter ihn zu gelangen. Oh Mann, ich werd hier krepieren! Genau, ich bin nicht Batman. Ich bin hier, um euch zu helfen. Wieso macht ihr das? Boah, wir können jetzt einfach so durch die Wände. Alles wird gut. Warten Sie hier und seien Sie still. Wenn ich hinter die beiden komme, ohne dass sie mich sehen, kann ich beide mit einer Bewegung ausschalten. Reiß dich zusammen! Hallo? Was ist? Antworte, Mann! Was ist los? Er hat eine Geisel. Ich könnte ungesehen auf das Gerüst über ihm gleiten und ihn von dort aus ausschalten. Alles in Ordnung. Der Raum ist gesichert. Einschüchterungsbonus. Geil. Yo, Batman! Danke für die Hilfe! So, wo können wir wieder rausgehen, hä? Keine Ahnung. Ich dachte, eigentlich müssen wir noch hoch im Glockenturm. Wieso ist diese Frau hier? Wieso hat sie all das getan? Wieso will sie uns töten? Quinn interessiert sich nur für Jokers Wohlergehen. Okay, Leute, sie ist gefährlich. Aha. Danke, Batman. Schon komisch. Ich hatte erwartet, dass uns die Leute hier dankbar sein würden. Ich habe mich wohl geirrt. Wird jemand nach ihr suchen? Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber Batman hat unsere... Wird sie es überstehen? Glaub schon. Sie hat ordentlich eins auf den Kopf bekommen, als Harley Quinn reinkam. Stellen wir einen Trupp auf. Schlagen wir zurück. Dafür sind es zu viele, Officer. Bleiben Sie bei den Verletzten. Hier ist es bald genauso schlimm wie in Arkham. Dafür büßen diese Tiere. Vielleicht finden wir auf der Map irgendwelche Hinweise. Ah, links ist ein Eingang oder Ausgang oder was nicht gesehen. Hier. Bell Tower, genau. Wir wissen, Bell Tower heißt auf Englisch Glockenturm. Oh, Englisch Skills for the win, ey. Oh, da ist eine Trophäe. Aber wie kommen wir da hin? Was will ich denn an diesem Seil da irgendwie abfangen? Nee. Kommst du vielleicht erst doch so ein Haken in diesem Seil da?
Nicht ein Baby bei einem anderen. Oh, jetzt noch. Hallo, Dark Knight. Fandest du das einfach? So war es auch gedacht. Es war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Du wirst bereuen, dass du mich hereinlegen wolltest. Du wirst meine Rätsel lösen und meine Trophäen sammeln. Du willst es vielleicht nicht, aber du musst. Es ist eine Frage von Leben und Tod. Wieso müssen das immer solche Psychopathen sein? Auf dem Schokrad. Aber ich würde mal sagen, warum Oracle nicht mehr da ist. Das ist nicht, ne? Da ist die Waffe. Allem Anschein nach wird sie von Joker ferngesteuert. Muss an den Griff halten. Wen haben wir denn da? Wir haben uns ja ewig. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Mal überlegen, da war eine Anstalt, ein paar Monster und... Oh, stimmt ja! Du wolltest mich da verrecken lassen. In deiner Erinnerung hat es sich vielleicht anders abgespielt, aber wen kümmert's? Du musst dich jetzt nur noch um die Bomben sorgen. Beeil dich mal, die Uhr tickt. Alfred, ich habe das Signal geortet, mit dem das Scharfschützengewehr ferngesteuert wurde. Es war der Joker. Bestand daran je ein Zweifel? Ich schnapp ihn mir. Das Funksignal müsste mich zu ihm führen. Viel Glück, Sir. So, gucken wir mal. Was ist da gleich auf? Ah. Die Mission. Neu. R-Tiger 5 an Zentrale. Haben Sichtkontakt zu einem Notleuchtsignal auf einem Dach in District E. R-Tiger 5 an Zentrale. Haben Sichtkontakt. So. Gibt's da wirklich, dass Batman die Kirche gesprengt hat? Ja. Klar, jetzt bin ich drüber gewesen, oder was? Jetzt brennt sie. Das sieht Batman aber irgendwie gar nicht ähnlich. Vielleicht war es eine Falle. Harley Quinn lockt Batman in die Kirche und Joker jagt die ganze Hütte in die Luft. Wäre Harley dabei nicht auch in die Luft gejagt worden? Du weißt ja, wie die beiden sind. Joker hätte sich darüber vermutlich kaputt gelacht. Ich auch, ich hasse es. Es ist Batman! Nein. Immer schon den Straße ausschalten, das ist das Beste, was du machen kannst. Vor allem gerade, wenn du sie siehst, ne? Genau. Sichtkontakt zu ziehen. Das wird wehtun, Beschotter! So. Gibt's noch da hoch? Genau, Nebenmission machen. Die Fledermaus! Für uns wird irgendwas Twitter-mäßiges. Gleich. Ich sag's nur. Wie sieht's Twitter-mäßig aus? Das ist grün. Alles ist grün, ist Twitter-mäßig. Oder was? Würde mich ja mal interessieren, wen Christopher Nolan als Riddler genommen hätte. Ja. Bei The Dark Knight, also in der Dark Knight Trilogy, wenn es da Riddler gegeben hätte. Ich wusste, du brauchst ja schon einen guten Schauspieler, ey. Sag doch, es ist Riddler-mäßig. Komische Sache. Erweitertes Realitätstraining online. Warte mal, die Pannen. Ah, jetzt ist jetzt wird's mehr. Ich weiß immer zwei Stufen, die gleich sind, dann wird's mehr.
Warte mal, es geht dann noch. Haben wir noch keinen großen Bossgegner besiegt oder so? Noch nicht. Kommt bestimmt bald. Ja, absolut sicher. Nein, aber haben wir eine Wahl? Es muss noch was anderes geben, was wir tun können. Was? Das mit Pinguins Jungs hast du versaut. Die legen uns um, wenn wir zurückkommen. Du hast gesehen, was passiert ist, als Batman ins Gerichtsgebäude ging. Vielleicht lebt Two-Face ja noch. Ich meine, Batman war ja auch da drin. Hast du Batman rauskommen sehen? Ja. Hast du Two-Face gesehen? Nein. Oh, dann also Joker was? Der hat sich vielleicht gebessert. Meinst du? Auf diesem Dach hat jemand ein Notsignal gezündet. Entweder braucht jemand darin meine Hilfe oder es ist eine Falle. Wir keine Wahl haben. Wir haben nachher sehen, ne? Ich schätze mal letzteres. Die Fledermaus ist hier. Es ist doch immer eine Falle. Es ist die blöde Fledermaus. Scheiße. Eigentlich kann man so für sowas unsere Körperpanzerung. Ja. Der es abhält. Da geht's dann schon wieder unsere Leben. Bam! Überrascht mich zu sehen, Batman? Ein bisschen. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hingst du an meiner Motorhaube. Du wusstest, dass es mich nicht töten würde. Das hatte ich auch nicht vor. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Was machst du hier? Dr. Youngs Titanformel. Der Payaso hat ein paar von Arkham Island runterschaffen können, bevor du ihn gestoppt hast. Wie viele hat Joker denn noch von der Insel bringen lassen? Zu viele. Deshalb bin ich hier. Ich lass nicht zu, dass der Basura diese Stadt Titan missbraucht. Dr. Young hat es mit meiner Hilfe erschaffen. Es ist meine Aufgabe, die Überreste zu zerstören. Ich helfe dir, aber nur damit du es weißt. Wenn du irgendwelche Tricks versuchst, gibt es Ärger. Wir finden Titanbehälter und zerstören sie. Abgemacht? Natürlich. Jeder Behälter hat einen Funksender eingebaut. In der Stadt hier gab es insgesamt 12 Behälter. Jeder von uns nimmt 6 und wir treffen uns hier. Jeder 6? Schön. Heute ist kein guter Tag, um mich anzulügen, Bane. Denk daran. Naja. Wow, wir haben einen super Kriminellen, der uns hilft. Naja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ob das so gut ist, wenn Bane uns hilft? Ja, wir werden sehen. Aber wir haben wieder eine neue Aufgabe. Ja, der es wahrscheinlich wieder einen Haufen Punkte gibt. Genau. Wohin jetzt? Aber die machen wir jetzt noch nicht, die machen wir nämlich später. Wir suchen jetzt nämlich erstmal den Joker. Das Jokerchen. Du meinst den Verrückten, der Verrücktesten. Genau. Achso, müssen wir uns jetzt orientieren, wo wir sind. Also sollte man immer auf den höchsten Punkt gehen, den man findet? Genau. Wir müssen sogar dahinter irgendwo, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Irgendwann, also ich habe das Spiel ja schon gespielt, bis zu einem bestimmten Punkt. Und irgendwann weiß ich dann selber nicht, wo ich hin muss, weil dann habe ich aufgehört zu spielen. Das haben wir uns gerade festgestellt. Hm. Okay. Der Anfang ist schon eine Weile her. Genau. Ich weiß nicht, wenn das vor, wenn ich aufgehört habe. Ja, ich weiß, an welcher Stelle das ist. Das weiß ich doch nicht. Joker's Funnyland, ich denke, da muss man hin. Vorsicht! Schon links! Der Markt ist kalt. Hätte der Kult den ganzen Planeten. Oh cool! Ihr habt schon gereicht, auf Blocks zu fahren. Batman! Es ist Batman! Nö. Wenn die wieder aufschlägt, gibt's auch viel mehr Punkte. Genau. Ja,
33 Shit Combo. 36 Shit. Ja. Rekord gebrochen. Zeig mir was Besseres. Du weißt, dass das verdammt funktioniert hat. Das hat 36 Shit Combo, ich muss noch mal packen, ey. Bam! Oh, das gibt jetzt bestimmt Punkte, ey. Bei 36 Shit, 36 mal 10. Das sind. Was genug. Spannende welche. Ich wusste schon immer, dass du feige bist. Halt die Fresse. Maul. Ich leg dich um. Der hat mich gehauen! Oh. Der haut zurück! Mach ich schon! Aber merkt euch, Gewalt ist keine Lösung! Genau, Opfer und Mittel! Na? Wer hat noch nicht der Sinn nochmal? Es ist Batman! Nein! Sag bloß! Sag bloß, ey! Ich hätte schon kaum noch was, da haben sie gleich gestanden. Zack! Gerade aus angerannt kam, ey! Erst wo richtig schön in die Fresse gehauen. Benutzen. Vermutlich käme er dann durch den Hauptturm rein. Ein Horror und unsere Kugelpanzerung, ne? Genau. Ruhe bewahren! Wir müssen uns zusammenreißen und ihn finden! Wenn wir ihn verlieren, sind wir tot! Kapiert? Ich brauche schon gar nicht dahin. Alfred, ich muss irgendwie in das Sionis-Stahlwerk reinkommen. Haben Sie es mit der Vordertür versucht, Sir? Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? War offenbar zu leicht. Mal sehen. Wenn alle anderen Zugänge versperrt sind, wäre der einzige Zugang... Ich weiß, was Sie jetzt alle denken. Das kann das selbst wahr sein? Der Hauptschornstein? Okay, also dann. Ich fürchte, ja, alles wahr. Aber sieh es mal positiv. Lady. Selbst. Ja, dieser Schornstein ist keine Ahnung wie Meter breit und der landet auf diesem schmalen Seil. Achso, Und. Der Dampf aus diesem Ofen wird mich lebend kochen. Ich muss die Kohle irgendwie herunterkühlen.
Hoffnung haben wir jetzt übrigens auch, also Haufen Zeug. Bewaffnet, ey. Nimm doch diesen Tarnungsbattery. An alle Einheiten. Ist doch schon groß, was du hast. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Na, steht doch. Der ist bewaffnet. Sein Fuß ist schon bewaffnet. Schnauze! Hab ich euch nicht etwas zur Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich hab alles versucht. Tja, hätte es nicht mehr anstrengen sollen. Die Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ich glaube, das können wir noch besser. Komm ran, Mr. Hammer! Komm, Mr. J! Geht's wahrscheinlich um Mr. Fritze. Von wem hat Harley gesprochen? Klang, als würde sie Freeze den Krieg erklären. Ja, sie klang sauer. Was hat er mit Joker und diesem ganzen Mist zu tun? Was weiß denn ich? Seit kurzem dreht sie doch ständig durch. Joker ist vermutlich schwer krank. Ja, sieht so aus. Hätte gedacht, dass es ihn ewig gibt. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat es ja was mit dem ganzen Mist auf Arkham Island zu tun. Du hast gesehen, was passiert ist, oder? Nur das, was man im Fernsehen sieht. Er war sowas wie ein verdammtes Monster. Er war riesig. Ich dachte, er fängt jeden Moment damit an, Hubschrauber vom Himmel zu schlagen. Und kurz danach sieht er wieder völlig normal aus. Ja, normal. Also sehr normal aussah. Ja, ja, okay. Er sah halt wie Joker aus. Ja, es war komisch. Ich glaub das nicht. Das gehört alles zu Jokers Plan, ganz sicher. Der überlebt das. Der verarscht Batman, mehr nicht. Batman, der Dampf blockiert den Ausgang. Wenn ich dem Rohr folge, müsste ich eine Möglichkeit finden, ihn abzudrehen. Legen wir ihn als nächstes um. Gibt bestimmt eine Reihenfolge, die ich machen möchte. Oder so. Wir knallen also jeden ab, der durch die Tür kommt, ohne einen über 2 Meter großen Schneemann dabei zu haben. War ich irgendwo bewaffnet? Ja.
Irgendwo. Das wird ein Kinderspiel. Wenn Batman stirbt, gehört uns die Stadt. Grüße. Ich leg dich um. Die werfen schon wieder mit was. Wir töten dich, Batman. Dein Weg ist doch besser über längere Distanzen, ne? Ja, die haben dieses, bin ich mit dir fertig, hab ich deine Mutter gespielt. Haben sie das Thema? Ja. Ist irgendwo besser mit Arkham City. Also, es fällt einem halt nur auf, wenn man vorher... Genau, wenn der halt... Wenn kurz vorher den anderen Teil gespielt hat. Was zum Teufel machst du hier? Du solltest doch tot sein! Egal, kommst nicht an Mr. J ran. Wir sind hier oben in Sicherheit. Kannst ruhig da unten bleiben und verbrennen.